Und damit herzlich willkommen zurück. Es ist Cyberpunk 2077. Wir sind quasi auf den Spuren des Bekloppten. Perversen, wie auch immer man ihn nennen will. Verängstigt, nervös, erhöhte Muskelanspannung. Ja, okay. So. Irgendwo müssen hier noch mehr Sachen sein. Da hinten ist irgendwas. Nummer. Petrocam-Schilder auf dem Farmmodell. Mhm. Wo willst du hin, Mike? Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us Cracks Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Mhm, okay. Gut, verlassen wir mal. Okay, was haben wir jetzt alles? Harris lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Uscracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. Die Postleitzahl auf dem Spiel führt in die Badlands. Diese Türme, die für das Uscracks-Album werben. Die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Ja, also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farmmodell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Also, dann haben wir sie. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Let's go. Ja, wenn wir mal die IP gehabt hätten, hätten wir das wahrscheinlich alles schon ein bisschen früher gewusst. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass wir, wenn wir die IP gehabt hätten, ein besseres Ende kriegen würden. Reine Vermutung über Regen. Naja, wer kennt ihn nicht, den sehr abgeschnittenen Regen. Let's go. Du bewegst dich ein wenig zu langsam. Spannend, wie er das Auto anmacht, ohne einzusteigen. Aber amerikanisches Modell verstehe ich natürlich. Mal hin. Verdammt. Was denn? Es muss klappen. Es muss klappen. Wir haben in 2 Tagen mehr als das NCPD in Wochen erreicht. True. Das war nicht schwer. Aber du hast recht. Danke, Wee. Kein Problem. Wir finden ihn, River. Ach, wenn ich früher gewusst hätte, wie er sich gefühlt hat, was ihn beschäftigt hat. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin sein Onkel Wee und ich war nicht für ihn da. Fuck. Kannst du nicht nur langsamer fahren? Sie hätte auch mein Auto nehmen können, ne? Halt durch, Randy. Bitte halt durch. Überspringen die Reise mal und schauen mal, was wir hier für ihn tun können. Hoffentlich viel. Junge, auf einmal kann er fahren. River, das ist die Farm. Wir sind richtig. Ich weiß. Lass uns zur Scheune, schnell. Das ist nicht ganz ungefährlich, möchte ich anmerken. Umpolen. Umpolen. Au. Okay, das funktioniert ja super. Was ist denn mit umgepolt? Habe ich eine EMP zufällig? Warte mal, kurz zur Realitätsüberprüfung, ne? Habe ich nicht EMPs? An die Person, Splitter, Bio,
Brand, Splitter, Bio, Splitter, EMP. Okay, die EMP-Granaten funktionieren so überhaupt nicht. Gutes Spiel auf jeden Fall. So, was ist denn hier los, Alter? Minenfeld. Gut, da gehen wir vielleicht mal nicht rein. Guten Tag. Verschafft ihr Zutritt zur Scheune, finde Sicherheitssystem der Farm optional. Ja, ich glaube, so optional ist das gar nicht mal. Och, das Ding hat nicht mal was für mich. Fatze. Mhm. Lass mich raten, ich kann den Code wissen. Ich weiß ihn aber nicht. Das ist natürlich belastend jetzt, weil ich hätte schon ganz gerne den Scheiß deaktiviert. Lecker Schmecker. Guten Tag. Ach du Scheiße. Überzogen mit dicken organischen Rückständen. Schön. Wie kommst du aufs Dach? Er muss hier sein. Guck dich mal um. Der Fluch des Bewusstseins. Ja, komm, passt. Noch eine Knifte. Ein paar Euro-Dollar. Hier dürfte doch hoffentlich der Scheiß sein zum Ausschalten. Nachrichten. Ich kann dir helfen. Hallo. Schön, dass du dich für mein Hilfsprogramm angemeldet hast. Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Wie heißt du? Was bekümmert dich? Ist doch egal, ich bin niemand, eine Null, keiner interessiert sich für mich. Aber danke, dass du wenigstens so tust. Gib mir eine Chance. Meinetwegen, ich bin Sean. Denke in letzter Zeit viel über den Tod nach. Dass nichts wirklich irgendwas bringt und warum wir es überhaupt versuchen. Meine Familie hält mich für einen Verlierer und ein Stück Scheiße. Ich versau es immer wieder, starte neu, versuche alles. Versuche und alles gehen schief. Meistens komme ich nicht mehr aus dem Bett, das war's. Lass mich dir helfen, Sean. Ich weiß, wie du jedes einzelne deiner Probleme lösen kannst. Du bist mehr wert, als du denkst, vertrau mir, Tony. Ist das echt? Hallo, du hast gefragt, ob alles echt ist. Und ich kann dir versichern, Ray Ray Bongo, das ist es. Lass uns den nächsten Schritt besprechen, dann wirst du es sehen. Natürlich werde ich dir nur helfen können, wenn wir uns kennenlernen. Meinst du nicht auch? Ich heiße Tony, und du? Verpiss dich, Tony, XD. Keine Sorge, hallo. Du hast nichts zu befürchten. Alles, was wir besprechen, bleibt unter uns. Warum erzählst du mir nicht ein bisschen mehr von dir? Da gibt's nichts zu erzählen. Mein Vater ist tot. Ich wohne mit meiner Mutter, Bruder und Schwester in einem Drecksloch und habe eine viel zu gute Freundin, die mit mir ihre Zeit verschwendet. Mein Onkel ist ein Kopf, der ständig was aus mir machen will. Viel Glück dabei. Hat sich auch ewig nicht gemeldet. Ansonsten, naja, ich bin arm und voller Loser. Mein Dad hatte wenigstens Respekt. Ich habe nichts. Kann mir nicht mal Chrom leisten und habe letztens von meinen Schums auf die Fresse gekriegt. Meine Mutter hat mal versucht, sich umzubringen. Und seitdem kann ich nichts mit ihr reden, weil ich sonst immer der Grund wäre, wenn sie es wieder versucht. Schlimmer kann es kaum werden, glaube ich. Aber besser mit Sicherheit nicht. Mein ganzes Leben ist ein Scheißwitz. Der erste Schritt, sein Leben zu verbessern, ist anzuerkennen, an welchem Punkt es anfing, schief zu laufen. Die gute Nachricht ist, dass du den Schritt zu weit hinter dir hast. Ich habe das alles selbst durch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich weiß, was du tun musst. Öffne dich mir. Und bald wird alles besser sein. Du wirst sehen. Das ist offensichtlich Randy. Fantastische Neuigkeiten. Hallo. Ich erfreue mich, dass du wieder gesund bist. Daran erkenne ich, wie stark du innerlich bist. Dennoch hilft es, von der Kraft anderer zu zehren zu können. Deine Reha ist in den nächsten Schritten
Schritt auf dem Weg der Heilung. Deine Seele ist bereits gesundet. Nun lass mich deinen Körper heilen. Gemeinsam werden wir es schaffen. Eine Datei, Braindance Set. Gebrauchsanleitung. Mit dem Braindance Set können Sie sämtliche kommerziellen Braindance von kompatiblen Datenspeichermedien abspielen. Aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen sind Umbau und Manipulationen dieses Geräts strengstens untersagt. Für technische Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an einen der Fachtechniker. Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen beim Anwender oder Beschädigungen auftreten. Bitte beachten Sie folgende Informationen. Falls das Gerät zum Wiederverkauf angeboten oder nach dem Kauf an Dritte weitergegeben wurde. Einrichtung. Entnehmen Sie das Set aus der Verpackung. Stecken Sie das Braindance Medium in den Laufwerkslot oder verwenden Sie das beigelegte Kabel, um das Gerät mit einem kompatiblen Drittgerät zu verbinden. Nehmen Sie in einem ruhigen Bereich Platz und setzen Sie sich das Gerät auf den Kopf. Schalten Sie das Gerät ein und genießen Sie Ihr Braindance-Erlebnis. Hinweis: Mit Ihrer Zustimmung zu den oben genannten Bedingungen und Anweisungen verzichten Sie im Falle benutzungsbedingter Beschädigungen und Verletzungen auf jegliche Verantwortung seitens des Herstellers sowie dessen Beteiligungschaften. Viel Spaß! Okay, das war jetzt einfach nur Lore. Schade, was ist das? Deaktiviere die Verteidigungsanlage, dann renn zur Scheune. Tinkerbell, ein Viehtreiber, Junge. Cool. Teenager verstehen. Teenagerjahre sind wohl die schwierigste Zeit im Leben eines Menschen. Die Hormone spielen verrückt und in aller Verwirrung muss man auch noch herausfinden, wer man eigentlich ist. Das ist der Punkt, an dem Teenager anfangen, außerhalb der eigenen Familie nach Respektpersonen zu suchen. Im eigenen Umfeld, aber auch bei Prominenten oder Rockerboys und sogar Fixern und Söldnern. Um von einem Teenager als Respektperson akzeptiert zu werden, brauchen sie nicht viel mehr als einen eigenen Stil, eine Attitüde, die das System kritisiert und das Wichtigste, sie müssen den Teenager davon überzeugen, dass sie und nur sie die Welt durchschauen. Weiß ich nicht. Was? Okay, das Ding ist offensichtlich nur ein Rechner, der ins Netz geht. Warte mal. Was hat denn der im Netz? Seite nicht gefunden. Okay. Guten Tag. Nachrichten. Ich kann dir helfen. Ja, okay. Das sind exakt die gleichen Sachen wie eben. Brandon Set, das haben wir auch gelesen. Lokales Netzwerk. Sicherung aus. Und Überwachungskameras aus. So. Dann wollen wir doch mal weiter schauen, was hier im Haus noch so alles ist. Was ist denn hier oben noch, was ich nicht gesehen habe? Ah, warte mal. Nee. Ja, das habe ich doch schon gesehen. Ach man, ey. Kurze Realitätsüberprüfung, was Tinkerbell angeht. Ist Tinkerbell gut? Tinkerbell ist richtig schlecht. Aber nicht tödlich. Und richtig schlecht, nicht tödlich. Aber witzige Waffe, deshalb werde ich sie behalten. Ja, aber den Phallus werde ich natürlich auch behalten, der ist ja mega gut. Was eine Ranzhütte, Alter. Guten Tag. Ja, ich weiß, Randy Schmandy, ne? Also, wir finden den schon noch. Auf den Bücher. Ach, den hätte ich auch einfach knacken können, gut. Hätte ich auch hinten reingehen können? Nein, hätte ich nicht, okay, aber ich hätte... Verpiss dich bitte mal, danke. Er hat seine Wände voll gekritzelt. Okay, speichern mal und öffnen. Kommen Sie? Es ist hier einigermaßen sicher. Hier dürfte ja eigentlich keiner sein. Also ich würde ihn zumindest so als perversen interpretieren, die alleine arbeitet. Ja, ich folge River. Ich folge dir.
Junge, hat der viele. Und der hat ja geplant, sich noch mehr zu holen. Kannst du mich hören? Mach die Augen auf. Hilfe ist unterwegs. Ja, Randy! Für ihn kommen wir zu spät. Er lebt. Wir haben es geschafft. Schalt die Maschine aus. Du atmest. Gut. Kann ich Randys Link nur noch ein bisschen durchhalten. Randy! 10:52. Wiederhole 10:52 auf der Farm südlich der Stadt. Lass es krachen. Wir sind stolz, Ihnen die zweite überarbeitete Ausgabe von Lass es krachen präsentieren zu können. Die ultimative Anleitung zur einfachen Herstellung von Sprengstoffen. Schon die erste Ausgabe ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wie in der letzten Edition möchten wir Sie auch hier darauf hinweisen, dass es weder die Autoren noch den Verlag für etwaige unsachgemäße Befolgung der in diesem Buch beschriebenen Herstellungsprozesse rechtlich haftbar sind. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle vorzeitige Explosionen. Wer mit Pyrotechnik herumspielt, muss sich über die Risiken im Klaren sein. Wofür willst du eine Armee? Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn wir alles abschalten, wenn ich ehrlich bin. Ne, also das ist dann ja wie ein kalter Entzug. Nicht, dass das auch Probleme macht. Erstmal looten wir ein bisschen. Mach endlich diese verdammte Maschine aus, Vieh! Chill. Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die einfach ausmachen sollte. Die Uhr ist übrigens weg. Chemikalien, die lautlosen Killer. Wir wissen seit langem, dass AVs massiv schädliche Substanzen in unsere Luft pusten. Ja, das habe ich schon gelesen. Daran erinnere ich mich. Okay. Also, River, auf deine Verantwortung. Okay, alle abgetrennt. Sieh nach den anderen. Sie könnten noch leben. Na. Mach ich. Was soll ich denn hier tun? Du lebst. Hey, ruhig bleiben. Jetzt wird alles gut. Der hier ist hin, das weiß ich. Deshalb probiere ich erstmal dem hier. Hab keine Angst. Wir holen dich hier raus. Du bist etwas dehydriert, aber alles wird gut. Ja, und der hier war ja schon zu spät. Der Junge ist schon ein paar Tage tot. Hilf mir mit Randy! Ja, ich komm doch schon. Wir haben es geschafft, River. Ja, haben wir. Aber für mich ist das noch nicht vorbei. Für den Terror, den er verbreitet hat, muss dieser Bastard büßen. Was willst du machen? Ihn töten? Ja, ihm das Leben mit bloßen Händen rausquetschen. Der Wichser muss sterben. Also kurz mal Recap, ne? Ich bin immer dafür, dass jemand stirbt, aber schlechte Idee für ihn.
er beendet damit seine Karriere. Also sollte ich sagen, tu es nicht. Würde aber nicht drauf eingehen, glaube ich nicht. Deshalb würde ich sagen, machen wir beide. Oder ist ein Homie. Also, let's go. Ich mach mit. Ich will den Wichser auch tot sehen. Danke für dein Verständnis, V. Aber das ist nur zwischen mir und Harris. Ich nutze jetzt das Chaos und erledige ihn auf meine Art. Willst du wirklich keine Hilfe? Die schnappen dich. Werden sie nicht. Ich war Detective, schon vergessen. Ich weiß, wie man Spuren verwischt. Aber denk dran, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Jederzeit. Ich brauche nur etwas Zeit. Aber ich werde es mir merken. Wir sind bereit zum Abflug. Kommen Sie mit oder nicht? Wirklich, V. Danke. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Keine Ursache. Und melde dich, wenn du deine Meinung änderst. Oder einfach nur reden willst. Gut, damit hätten wir das hier abgeschlossen. Würde ich mal so sagen. Juice, die 8 größten Gefahren, okay. Servus, na? Sprich hier. Diese armen Jungs. Hast du sowas schon mal gesehen? 8 Jahre als Polizist. Und nichts war auch nur annähernd so krank wie das. Ach, glaub mir, ihr habt das Schlimmste nicht gesehen. Servus. Areal gesichert. Die Zeugen wurden befragt und die Opfer sind unterwegs. Ramirez kann mit den Jungs hier koordinieren. Die werden bis morgen früh Beweise sichern. Ja, könnt ihr auch lassen. Lohnt sich nicht mehr so richtig, Beweise zu sichern. Hat hier irgendwer noch was zu besprechen? Ich glaube nicht. Aber ich guck mir das hier mal an. Guten Tag. Wollt ihr nicht schnacken, zufällig? Nicht so. Okay, schade. Ärgerlich. Okay. Dann würde ich sagen, reicht das für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.